Adventskalender, 6. Dezember. Sankt Niklas Auszug von Paula Demel. Sankt Niklas zieht den Schlafrock aus, klopft seine lange Pfeife aus und sagt zur heiligen Kathrein: Öl mir die Wasserstiefel ein, bitte hol auch den Knotenstock vom Boden und den Fuchspelzrock, die Mütze lege obendrauf und schütt dem Esel tüchtig auf. Halt auch sein Sattelzeug bereit, wir reisen. Es ist Weihnachtszeit, und dass ich's nicht vergess, ein Loch ist vorn im Sack, das stopfe noch. Ich geh derweil zu Gottes Sohn und hol mir meine Instruktion. Die heilige Käthe, sanft und still, tut alles, was Sankt Niklas will. Der klopft indes beim Herrgott an. Sankt Peter hat ihm aufgetan und sagt: Grüß Gott, wie schaut's denn aus? Und führt ihn ins himmlische Werkstättenhaus. Da sitzen die Englein an langen Tischen, ab und zu Feen dazwischen, die den Kleinsten zeigen, wie's zu machen, die weben und kleben die niedlichsten Sachen, hämmern und häkeln, schnitzen und schneidern, fälteln die Stoffe zu zierlichen Kleidern, packen die Kästchen, binden sie zu und haben so glühende Bäckchen wie du. Herr Jesus sitzt an seinem Pult und schreibt mit Liebe und Geduld eine lange Liste. Potzelement, wie viel artige Kinder Herr Jesus kennt, die sollen die schönen Engelsgaben zu Weihnachten haben. Was fertig ist, wird eingesackt und auf das Eselchen gepackt. Sankt Niklas zieht sich recht warm an. Kinder, er ist ein alter Mann und es fängt tüchtig an zu schneien. Da muss er schon vorsichtig sein. So geht es durch die Wälder im Schritt, manch Tannenbäumchen nimmt er mit, und wo er wandert, bleibt im Schnee manch Futterkörnchen für Hase und Reh. In Schloss und Hütte strahlt es hell, da nimmt er dem Esel den Sack vom Fell, macht leise alle Türen auf, und jubelnd umdrängt ihn der kleine Hauf. Sankt Niklas, Sankt Niklas, was hast du gebracht? Was haben die Englein für uns gemacht? Schön Ding, gut Ding aus dem himmlischen Haus, langt in den Sack, holt euch was raus. Einen glücklichen Nikolaustag wünscht euch eure Eva.